Ein riesiger unterirdischer Bunker wurde zur Heimat für internationale kriminelle Geschäfte. Insgesamt 650 Polizeikräfte, einschließlich GSG 9, waren im Einsatz. Hauptverdächtiger ist ein 59 Jahre alter Niederländer. A darknet guru called Herman Zent. He's like your 007 James Bond typical villain. Ich bin mir sehr sicher, dass Leute wie ich einen großen Einfluss auf das zukünftige Internet haben werden. Problematisch allerdings ist, ob die Menschheit dafür bereit ist.